Ich bin Carlo Tasillo, Schülerstudent an der TU Dortmund und jetzt 16 Jahre alt. Ich würde nicht sagen, dass ich Talent habe, ich würde einfach sagen, dass ich besonderes Interesse habe. Jeder, der ein besonderes Interesse hat, kann praktisch von sich behaupten, dass er das gut kann. Denn immer wenn man was besonders gerne macht, dann kann man es meistens auch besonders gut. Ich werde in der Schule freigestellt und darf dann hier zur TU Dortmund kommen, um dann gemeinsam mit anderen Studenten, die natürlich etwas älter sind als ich, Vorlesungen zu besuchen. Die Uni ist schwierig, klar, aber was eigentlich schwierig daran ist, ist Schule und Uni gleichzeitig zu machen. Wenn die Schule nicht gut laufen würde, würde ich das alles nicht schaffen. Carlo hat sich immer gefreut, wenn er ein kaputtes Radio bekommen hat oder einen kaputten Rechner. Und irgendwann hat er dann mal aus 3 Rechnern einen funktionierenden wiederhergestellt. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Der läuft aber immer noch. Aber da war ungefähr in der 8. Klasse. Carlo ist sehr neugierig, möchte immer möglichst alles wissen. Was auch geht, wenn ich mal eine Woche auf Klassenfahrt bin, hat Carlo sich bereit erklärt, auch ausgefallene Stunden für mich zu übernehmen. Ich habe natürlich vorher die Klasse gefragt, ob die das haben möchten oder ob die lieber frei haben wollen. Haben gesagt, nein, wenn Carlo uns das erklärt, dann kommen wir auf jeden Fall alle. Es waren dann nicht wirklich alle da, aber hinterher die, die da waren, waren sehr zufrieden. Das Schwierige ist nicht, talentierte Schüler zu finden, sondern die Schwierigkeit ist, möglichst wenige zu übersehen. Die Projekte Schüleruni sind entstanden faktisch in Nordrhein-Westfalen aus der Hochbegabtenförderung. Es gibt viele Talente und es gibt eine Vielfalt an Talenten. Sie sind sehr wissbegierig, das heißt, sie möchten auch mehr Förderung hier erfahren. Sie sind leistungsstark und belastbar. Dabei vergisst man oft, was er da tatsächlich leistet. Also manchmal denke ich, man müsste es ihm öfter mal sagen, dass es, dass er da ganz schön abliefert schon in seinem Alter. Ich glaube, wenn es zu viele Carlos gäbe, dann wäre ich fürchterlich überfordert. Aber 2, 3 oder 4 sind super und das ist einfach großartig. Das war ja insgesamt jetzt ein Test von mir, ob das für mich gut ist. Und ich denke, das weiß ich jetzt, dass es sehr gut für mich ist.